Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Skull & Bones. Und heute geht es darum, richtig, richtig reich zu werden. Und ich meine stinkreich. Ich meine wirklich stinkreich. Funktioniert natürlich mit Handel, muss man sagen. Funktioniert mit Handel. Ganz normaler Handel, das ist letztendlich auch vom Spiel so gedacht. Wir fahren von A nach B und nach C und verkaufen unsere Waren. Und Spieler, die sich ganz, ganz weit zurückerinnern können, wissen schon, das war auch schon das Spielprinzip von Elite. Ich habe es damals geliebt, ne? Irgendwo die seltenen Waren zu kaufen, wieder dann zu verkaufen, wo man viel Kohle für bekommt. Und genau das haben wir hier. Wir werden eine kleine Handelsroute aufspannen. Wir beginnen ganz, ganz im Südosten. Ganz im Südosten beginnen wir damit am Holländer Camp. Und zwar, wenn wir hier mal ganz rauszoomen, dann seht ihr, aha, hier ist unser Start und hier hinten ist das Holländer Camp. Dann werden wir dort Sachen kaufen, werden die Warners verkaufen und zwar mit richtig, richtig viel Gewinn. Und dann für euch gleich als kleinen Tipp, man sieht nicht auf jeder Zoom-Stufe, wo momentan Bedarf ist. So, wir gehen jetzt mal hier ein bisschen rein. Und auf der Zoom-Stufe sehen wir jetzt, die höchste Nachfrage gibt es für Porzellan, Schwarzpulver, Feuerwaffen, Kampfer und Batik. Wenn ihr also Kampfer und Batik bei euch im Frachtraum habt, oder besser gesagt halt bei euch im Lager habt, nehmt das mit, verkauft das hier. Hier gibt es eine hohe Nachfrage. Aber dafür sind wir gar nicht hier. Wir wollen eigentlich hier unten kaufen. Wir wollen kaufen. Und zwar gibt es letztendlich vier Waren, mit denen ihr richtig reich werdet. Ihr könnt das Ganze machen nebenbei, wenn ihr seht, das Spiel hat das ja einem irgendwie nie erklärt. Ne? Das Spiel hat das einem ja irgendwie nie erklärt. So, wir haben hier den Händler. Gucken wir mal drauf. Reden wir über das Geschäft. Und dann sehen wir, dass er, ja, dass wir hier kaufen können. Ne? Kaufen, Brandy, Wein, Gin und Gemälde. Und ihr seht da drunter die grünen Pfeile, die nach unten zeigen. Am geilsten ist es natürlich bei den Gemälden. Zwei grüne Pfeile nach unten bedeuten billigster Preis ever, sozusagen. Ein Pfeil nach unten bedeutet halt günstig, günstig, günstig. Ich nenne euch mal die Verkaufspreise. Ich nenne euch mal die Verkaufspreise. Wir fangen an. Jetzt muss ich kurz hier meine Liste nehmen. So, Brandy bekommen wir im Schnitt so 360. 360, also 280 mehr als da steht für ein Brandy. Da verdienen wir 280 Silber an einem einzigen Kack Brandy. Ne? Der Brandy-Freund in euch wird jetzt schreien, weil ich gerade Kack Brandy gesagt habe. So, dann gehen wir zu den Weintrinkern rüber. Ne? Die Weintrinker, 87 für Wein. Wein geht für mehr. Genau, Wein habe ich auf der Liste noch nicht drauf. Werden wir gleich noch sehen, wenn ich den verkaufe. Wein natürlich halt auch für mehr. Aber den Gin habe ich auf meiner Liste. Und auch der Gin geht im Schnitt für 360 weg. Also auch hier machen wir ungefähr 280 pro Gin, der hier rumsteht. Und der hat 24 auf Lager, ne? 24 mal 300 über den Daumen, ne? Dürft ihr rechnen, ist eine Menge, Menge, Menge Asche. Ist wirklich einfach so. Gemälde gehen im Schnitt für 260. Okay, ist jetzt hier, obwohl es ein wahnsinnig günstiger Preis ist, ist das trotzdem nur ein Gewinn von 160. Aber auch das mal 17, das lohnt sich. So, bis dahin alles ganz nett und fein. Ja, schön, wir handeln. Aber ja, so richtig mega geil ist es nicht. So, machen wir hier den Händler leer. Machen wir den Händler leer, sagen, hey komm, deine Gemälde will ich alle haben, her damit. Und ich möchte natürlich auch den Gin komplett haben. Und ich möchte auch deinen Wein. Und ich möchte deinen Brandy. So, jetzt haben wir alles ausgekauft, ne? Ja, toll, gut, jetzt haben wir, machen wir ein paar tausend Silber mit der Geschichte und das war's. Nein, natürlich nicht, ne? Dann wäre es kein Tipp und Trick, ne? Dann wäre das Schmarrn. Jetzt machen wir nämlich Folgendes. Wir gehen zurück ins Hauptmenü. Wir gehen zurück ins Hauptmenü und werden den Händler resetten. Das bedeutet nicht wirklich, dass wir den Händler resetten. Wir wechseln den Server letztendlich. Wir kommen in eine neue Spielinstanz. Deswegen ist es ganz wichtig. Deswegen mache ich das jetzt hier auch live, ohne Schnitt, inklusive Ladescreen. Ganz einfach deswegen. Wenn wir nämlich jetzt hier vorne in dem Screen sind, müssen wir einen kleinen Augenblick warten. Wir müssen hier ein bisschen Geduld mal kurz haben. Wir müssen hier mal kurz ein bisschen Geduld haben, bevor wir auf Fortsetzen drücken, weil ansonsten die Gefahr besteht, dass wir auf demselben Server landen und der Händler weiterhin leer gekauft ist. Das wollen wir nicht. Deswegen setze ich euch hier gerade eine Kante ans Bein, um kurz zu warten. So, und jetzt sollte das auch schon reichen. Jetzt gehen wir auf Fortsetzen. Dann zeige ich euch gleich noch einen weiteren kleinen Trick, woran ihr das Ganze erkennen könnt, ob es denn funktioniert hat. Ob ihr wirklich auf einem anderen Server seid. Ja, klar.
wenn der Händler weiterhin leer gekauft ist, dann seid ihr nicht auf dem neuen. Das dauert aber zu lange. Wir machen das so, dass wir nämlich hier hochgehen und immer wieder an unserer Frachtluke hier hängen bleiben. So, das nehmen wir mal auf. Das nehmen wir mal auf, das Holz, und gehen jetzt nochmal raus. Ne? Ja, das ist der Vorführeffekt. Das ist, wenn man sowas live macht. Aber ihr solltet es ja auch live sehen, halt wirklich, damit ihr es halt ganz genauso nachmachen könnt. Okay, waren wir ein bisschen zu schnell gewesen. Und der Trick ist jetzt halt, ich habe das Holz da aufgenommen. Warum liegt denn da Holz? Ach nee, das war Stroh. Lebt der alte Holzmittel noch? Mir fallen jetzt ganz viele Holzwitze ein, damit ich hier die Zeit überbrücke, während wir warten. Normalerweise hätte das eigentlich reichen müssen, die Zeit, die ich hier gerade gewartet habe. Ich mache mir hier mal meinen Timer an. Ich mache mir mal meinen Timer an und den lassen wir jetzt mal auf 10 Sekunden. Na, mal 15, mal 15. Warten wir 15 Sekunden. Sicher ist sicher. 11, 12, 13... Ja, den Timer seht ihr nicht, den habe ich hier gerade auf meinem Stream Deck vor der Nase. Und jetzt gehe ich wieder auf Fortsetzen. Und normalerweise sollte ich jetzt die Serverinstanz gewechselt haben. Ich habe das gestern schon nämlich durchgetestet und gestern bin ich halt durch die Gegend gereist, habe überall mir die Preise aufgeschrieben. Ich lasse jetzt hier auch Drogen extra weg, ne? Wir reden hier nicht über Drogen, weil das macht man nicht. So, das Holz ist da. Dann sollte auch der Server resettet sein. Dann, also ich sollte einen anderen Server haben. Ein lausiger Tag. Es gibt nicht viel zu tun. Hallo. Das lief ja aalglatt. Gut gemacht. Ja, und das ist wieder so dieses Random, ne? Ich verstehe es nicht, ne? Ich verstehe es nicht von Ubisoft, warum denn jetzt auch noch diese Inseln unterschiedlich aussehen. Okay, auf der Seite ist der Händler diesmal nicht. Dann ist er hier hinten. Obwohl, ist auch gut, so seht das wenigstens gleich. So, da steht er, abtrünniger Händler, da wollen wir hin. Der hat jetzt also auch die Seite gewechselt. Wir haben nicht nur den Server gewechselt, der Händler. Aber das muss nicht bei jedem sein. Ne? Normalerweise ist es auch so, dass wir halt hier den Händler haben. So, und wir bekommen, kaufen. Diesmal hat er nur zwei Waren angeboten. Die Gemälde für 115 und den Gin wieder für 80. Also, kaufen. Kaufen. 115 die Gemälde, ja. Aber es ist halt, er hat halt nur diese vier Waren. Und jetzt das alte Spiel. Diesmal mache ich es nicht live. Ich sage es einfach nur ganz kurz wieder zurück ins Hauptmenü, warten da kurz und loggen gleich wieder ein und kaufen das nächste Mal beim Händler. So, und wieder habe ich eingeloggt, wieder bin ich beim Händler. Wieder hat er zwei Dinge zur Verfügung. 16 Wein sind es diesmal. Nehmen wir die 16 Wein mit. Nehmen die 23 Bilder mit, die er hat. Und das macht ihr... Ja, entweder solange ihr Kohle habt oder solange ihr Frachtraum habt, Lagerraum, wie auch immer. Da haut ihr euch halt einfach das ganze Inventar mit voll, mit Brandy, mit Wein. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, ob ich noch was in der Fracht drin habe. Hallo, öffnen. Damit ich das gleich auch noch... Kann sein, dass ich gestern noch mal ein bisschen was reingeschmissen habe. Bin ich mir gerade nicht sicher. Na, viel ist es nicht. Hier sind ein paar Gemälde, die nehmen wir mal raus. Pistolen, das kann man auch sehr gut handeln. Ne? Nur mal als Hinweis, Pistolen kann man auch wirklich gut handeln. Das lohnt sich auch. So, da haben wir noch Wein von gestern noch rumliegen. Machen wir auch in den Frachtraum rein. Weißer Schädel rum, da kommen wir in einem anderen Video zu weißem Schädel rum. Und weil das dann die ganzen Schmuggelwaren sind, da war das sinnvoller, wenn man das aufteilt, wenn man den weißen Schädel rum und die Drogen und so weiter einzeln betrachtet. Und hier habe ich die wichtigen Sachen rausgenommen. Wie gesagt, Kautabak kann man auch gleich mitnehmen eigentlich. Können wir gleich hier auch rausnehmen, in Frachtraum übertragen. So, und jetzt geht es darum, das Zeug zu verkaufen. Das Zeug jetzt gewinnbringend zu verkaufen. Und das machen wir praktisch gegenüber, sozusagen gegenüber. Weil deswegen auch, wir machen natürlich, kaufen hier so lange, dass wir diese 900 Silber für die Schnellreise auch sparen. Und jetzt geht's hier drüben. Ne, hier oben, da, ne? Genau, Kamangrove. So, wir gehen mal wieder einmal raus und sehen dann, wieder eins zu weit, das Gebiet
hat eine hohe Nachfrage nach Gemälden und nach Gin. Also wir haben jetzt hier unsere Gemälde und unseren Gin los. So könnt ihr das halt vorher schon testen und nochmal sicher gehen, ob dem wirklich so ist. Und dann müsst ihr auch die Händler abklappern. Ne? Ihr könnt hier nicht einfach hier vorne gleich hier sofort alles verkaufen wahrscheinlich. Gucken wir mal drauf auf den Händler. Wir wollen verkaufen. Oh, da sehen wir schon, 270 haut ja für die Gemälde. Wir haben sie für 100 gekauft, also 170 Gewinn bei den Gemälden. Hier hinten, das ist nicht so der Burner, ne? Der Brandy 79, ne? Will er mich verarschen? Wein 80. Und hier 201 für Gin, das ist mir auch zu wenig. Das ist mir auch zu wenig, obwohl da zwei grüne Pfeile dran sind. Aber die Gemälde für 270, ich glaube, das können wir machen. Ich glaube, das können wir machen. Gemälde 270, was habe ich auf meiner Liste stehen? 260, also das können wir machen. So, alle verkaufen, annehmen. So wie gesagt, ne? Gebt euch nicht mit seinen Preisen hier zufrieden. Ne? Gebt euch nicht mit seinen Preisen zufrieden. Hier gibt es noch mehr an Händlern. So, mit ihm möchte man gerne reden. Gucken wir mal ganz kurz, was hier. Der hat verzierte Pistolen gerade im Angebot. Nehmen wir mit, nehmen wir gleich mit. Das lohnt sich, wie gesagt, auch immer, die verzierten Pistolen. Nehmen wir mit. Tabak, Vanille. Vanille kann man machen, muss man nicht verkaufen. Darum geht es uns, dafür sind wir hier. Und seht ihr, was habe ich gesagt? Gin, 367 für Gin, ne? Her damit, her damit, das ist richtig, richtig geil. Alles verkaufen, bumm. Und ich habe jetzt nur 50 mit, ne? Ich habe nur 50 ne? mit. Wir hätten ja normalerweise viel, viel mehr eingekauft. So, deswegen, hier vorne am Strand ja wieder uns verarschen, ne? Und ein paar Schritte weiter über die Insel und schon gibt es dafür richtig Kohle, richtig Asche. So, wir haben jetzt verkauft Gemälde, wir haben verkauft Gin. Nee, Brandy. Aber bisschen was haben wir noch, bisschen was haben wir noch. So, und jetzt geht es hier ganz oben hoch in den Norden, ganz in den Norden, weil wir müssen ja noch unseren Brandy loswerden. Den bekommt ihr normalerweise eigentlich am besten los hier in Lost City of Prey. Nur, wie es so mit dem Serverwechseln ist, diesmal momentan gerade leider nein. Wenn wir hier gucken, die haben keine hohe Nachfrage nach Brandy. Normalerweise kriegt ihr hier richtig gut Asche für, auch immer wieder 300 und. Aber diesmal nicht, also unsere Ausweichstation zum Verkaufen ist hier das Kmoi-Anwesen, wie das immer ausgesprochen wird. Ja, das ist halt auch wieder ein Tausender, um hinzureisen, deswegen macht vorher halt die Taschen richtig voll mit dem Zeug. Und dann kommen wir hier an. So, checkt immer sicherheitshalber vorne den ersten Händler. Und siehe da, der nimmt unseren Brandy für 368. Das ist das, was wir haben wollten. Das ist das, was wir haben wollten für Brandy. Also auch hier einmal alles raus. Wie gesagt, das ist jetzt hier von den Summen her. Gut, wir haben, glaube ich, angefangen mit 110.000 oder 105.000. Ich habe jetzt 50.000 gemacht in der Zeit von dem Video. Aber ich habe auch nicht genug eingekauft. Ne? Ich habe nicht genug eingekauft. Ihr könnt in einer Stunde ungefähr eine halbe Million machen. Ich habe das, ich glaube, eine halbe Million war es gewesen. Ich habe auch schon wieder so viel Geld rausgehauen, die ihr da macht mit der ganzen Sache. Wir haben noch den Wein. Den Wein haben wir noch auf der Liste. So, und damit kommen wir jetzt endlich zum Wein, dem letzten bei uns auf der Liste. Aber auch hier werden wir Brandy gut los, wie ihr sehen könnt. Höchste Nachfrage, mehr von Needham. Und zwar ist das dann auch hier, ja, hier hat man City of Prey. Prey, die verlorene Stadt. Und hier unten, dann haben wir hier diesen zerstörten Leuchtturm, zerstörter Leuchtturm. Das ist normalerweise eine gute Stelle für den Weinverkauf. Und da, wie gesagt, guckt sicherheitshalber, ob ein zweiter Händler da ist mit mehr Asche. Hier haben wir Glück, dass es gleich hier vorne der erste Händler ist. Und dann sagen wir kaufen, verkaufen und verkaufen hier unseren Wein für 172. Ich glaube, gekauft für 80. Ne? Also ein 100er pro Wein, den wir hier nochmal gemacht haben. Also alles weg davon.
So, und wieder 10.000 mehr auf dem Konto. Der will jetzt kein Brandy haben, zum Beispiel halt. Ah, ne, ich habe gar kein Brandy mehr. Okay. Ansonsten, wie gesagt, guckt ihr im Notfall nach einem anderen Händler, aber so werdet ihr halt euer Zeug los und macht richtig, richtig fett Kohle. Die richtige fette Kohle, wie gesagt, kommt natürlich drauf an, wie viel Ausdauer ihr hier unten im Süden habt, ne? Wie viel Ausdauer ihr hier unten habt. Einloggen, ausloggen, einloggen, ausloggen. Das ist halt die Geschichte, die ihr machen müsst, ne? Und wenn ihr dann halt, wie gesagt, das Lager richtig rappelvoll habt mit Brandy, mit Gin, mit Gemälden, mit Wein, dann macht ihr Kohle. Und wenn ihr dann nebenbei noch unterwegs seid beim Verkaufen und dann seht, verzierte Pistolen sind gerade günstig, dann haut ihr da auch nochmal zu, dann schlagt ihr da nochmal zu oder Schnupftabak oder das sind so die Sachen. Aber wie gesagt, Brandy, Gin, das ist so, und Gemälde, das sind die Sachen, sag ich mal, wo ihr am allermeisten Kohle von macht, was euch wichtig sein sollte, dass ihr davon viel habt. Und ich glaube, dass ich jetzt hier Holz habe, bringt mir nichts. Ich habe, glaube ich, nicht den Server gewechselt. Mal gucken. Abtrünniger Händler, was hat er? Ich sehe sofort. Grüße. Ah ja, nicht mehr vorrätig, genau. Habe ich schon ausgekauft gehabt, die Gemälde. Also müsste ich jetzt wieder erst halt wieder zurück zum Hauptmenü, dort 20 Sekunden verweilen oder 15. Dann könnt ihr selber mal stoppen. Ich warte meistens jetzt immer so 15 Sekunden, das reicht eigentlich. Ich habe ja auch so einen kleinen Timer direkt vor der Nase, wo ich sehe, aha, das sind jetzt 15 Sekunden, die ich gewartet habe. Gehe wieder rauf auf den Server, kaufe, kaufe, kaufe. Und echt, ihr solltet natürlich ein bisschen Asche mitbringen. Ne? Ihr solltet ein bisschen Asche mitbringen. Das ist natürlich für euch ganz genauso wichtig, dass ihr halt auch genug kaufen könnt. Ne? Also, sag ich mal, 100.000 auf dem Konto sind schon eine gute Sache, dass ihr dann wirklich massiv Kohle mit nach Hause nehmt, massiv Kohle mit nach Hause nehmt. Das Schöne ist ja hier im Spiel, dass die Händler nicht limitiert sind von der Kohle, wie wir es zum Beispiel bei Starfield gewohnt sind, wo wir dann immer die Händler resetten müssen, damit die noch Geld auf dem Konto haben. Die Jungs sind hier reich unendlich. Und das war's, ne? So macht ihr richtig fett Kohle mit Handel und ja, werdet ihr noch brauchen, keine Sorge. Wenn ihr es noch nicht wisst, werdet ihr brauchen. Ich danke euch fürs dabei sein. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, denkt an den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen, dann verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Ich danke euch und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.